Eigentlich ist Plettenberg im Märkischen Kreis ein sehr ruhiges Städtchen. Die knapp 30.000 Einwohner gehen ihrer Arbeit nach oder erholen sich in der Natur rund um die Viertälerstadt. Doch einmal im Jahr ist es vorbei mit der Idylle. Wenn im September das Pehweg-Marathon-Wochenende lockt, wird die Sauerländer Kleinstadt zum Mekka für Sportler und Sportbegeisterte. 2000 Teilnehmer in den Disziplinen Wandern, Laufen und Biken gehen an den Start. Am Marathon-Wochenende sind alle Plettenberger auf den Beinen. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Ins Leben gerufen wurde das Marathonwochenende in Plettenberg im Jahre 2004. Mitinitiator Michael Schröder erinnert sich. Dass der Pehweg so ein Erfolg geworden ist, hat uns alle überrascht, alle, die im Team sind. Wir haben es natürlich gehofft, wie jeder Veranstalter. Aber wir sind der Überzeugung, dass es uns gelungen ist, alle Plettenberger zusammenzubringen. Unser Bürgermeister hat mal gesagt, ein Drittel der Plettenberger sind Sportler, ein Drittel sind Helfer und ein Drittel sind Zuschauer. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz des Pehweges aus, dass hier sehr, sehr viele Zuschauer auch mitten im Wald an der Strecke stehen. Wir haben einen Durchschnitt am Wochenende über 1000 freiwillige Helfer. Und das unterscheidet uns auch ein bisschen von anderen Veranstaltungen. Schröder ist es auch, der den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer koordiniert. Die Unterstützung des Pehweg-Teams ist für viele Plettenberger Ehrensache. Egal ob Sport- oder Schützenvereine, alle beteiligen sich an den Vorbereitungen des Events. Und die sind umfangreich. Allein heute sollen 2000 Startertaschen für alle Teilnehmer des Marathons gepackt werden. Hinein kommt dies und das von Sponsoren bereitgestellte Kleinigkeiten. Ohne die freiwilligen Helfer würde diese Arbeit ewig dauern. Ja, also ich helfe jetzt hier und dann gehe ich auch am Sonntag dann an dieser Strecke und klatsche da mit und alles. Wenn Leute gebraucht werden und man Zeit hat, kann man doch helfen. Und das ist eben das Schöne daran, die Gemeinsamkeit. Männlein, Weiblein, Jung und Alt, alles macht mit. Das macht total Spaß. Was? Das Packen hier ist doch lustig. Ist was ganz Besonderes, egal ob als Helfer oder Aktiver. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Die ganze Zeit, auch die Wochen vorher, ist es wie ein Ameisenhaufen, aber super schön. Der Pehweg ist aufgeteilt in drei unterschiedliche Distanzen. Halbmarathon, Marathon oder die Ultramarathonstrecke gilt es je nach Trainingsstand zu bewältigen. Startplätze sind rar, besonders die Mountainbike-Listen sind jedes Jahr innerhalb weniger Stunden ausgebucht. Der Pehweg, also der Rundweg um die Stadt Plettenberg, hat es in sich. Das hat sich bis in die internationale Lauf- und Mountainbike-Szene herumgesprochen. Dennoch sind Unfälle eher die Ausnahme. Die Strecke ist schon anspruchsvoll, weil Plettenberg ja als Viertälerstadt letztendlich durch die Viertäler begrenzt ist. Das heißt also, jeder Sportler muss mehrmals ins Tal und dann wieder berghoch. Und dadurch ist halt dieser auch sportliche Anreiz auch da und letztendlich kommen die Höhenmeter auch so zustande. Anders als natürlich in anderen Regionen, wo es nur dann um einen Berg herum geht oder auf einen Berg hinauf. Manche Sofasportler werden beruhigt sein, dass das Starterfeld für den diesjährigen Pehweg-Marathon bereits ausgebucht ist. Aber auch jenseits der sportlichen Herausforderung gibt es am Wochenende in der Viertälerstadt vieles zu erleben. Die Stadt hat sich herausgeputzt und erwartet ihre Gäste bei hoffentlich so gutem Wetter wie im Vorjahr rund um den Alten Markt in Plettenberg. Unsere Idee war es, Sportler zusammenzubringen mit allen, die an einem Event beteiligt sind. Aber nicht nur der Sportler, die Sportlerin soll ein schönes Wochenende haben, sondern die ganze Familie oder Partner und Partnerin und die Kinder auch. Und deswegen auch sehr viele Attraktionen, die dann um das Sportevent herum sind. Bis es soweit ist, gibt es für die Veranstalter des 7. Pehweg-Marathons aber noch jede Menge Arbeit. Dank der fleißigen Helfer sollte das aber ein Kinderspiel werden. Nach diesem super Rekord, also 1200 Taschen in einer Stunde, genau genommen nach
55 Minuten. Also das ist eine Sensation. Nochmal herzlichen Dank.